Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema, warum war meine erste Wohnung, die ich gekauft habe, Cashflow negativ und was habe ich danach gemacht? Wenn du neu bist auf dem Kanal, ich bin Alexander Rauhe vom Vermietertagebuch, dein YouTube-Kanal zum Thema Immobilieninvestments und meine Erfahrung als Vermieter. Wenn du dich für Immobilien interessierst, abonniere gerne meinen Kanal, dann bekommst du die Videos immer als erstes. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Wie im Intro angekündigt, war die erste Immobilie, die ich 2016 gekauft habe. Ihr wisst ja, ich habe 2016 im März meine ersten drei Immobilien gekauft. Das waren gleich drei am Stück von verschiedenen Anbietern. Aber die allererste Immobilie, mit der ich mich beschäftigt habe, meine ETW 1, die war damals Cashflow negativ und ich habe sie trotzdem gekauft. Warum ist das so? Weil ich erzähle doch immer in allen meinen Videos, dass man auf gar keinen Fall Wohnungen kaufen darf, die Cashflow negativ sind, weil die erstens dann dir jeden Monat Geld aus der Tasche ziehen, anstatt dir Geld zu bringen. Und außerdem sind sie ja schlecht für deine Bonität. Sie verschlechtern die Bonität und demzufolge wird es schwieriger, dann bei den folgenden Investments eine gute Finanzierung zu bekommen. Das heißt, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich sage doch immer in meinem Video, 6% Rendite sind eigentlich das Minimum, wenn man eine 100% Beleihung haben will. Ein genaues Video, warum das so ist, verlinke ich mal hier. Und bei dem Exposé, beziehungsweise bei der Wohnung, die ich hier gekauft habe, waren das damals sogar 6,6%. Wenn wir uns das Exposé mal anschauen, hier vor dem Makler, da steht drin, kleine Wohnung, 50.000 Kaufpreis, Jahresnettomiete 3.300 bei ungefähr 38,7 Quadratmetern und das ist eine Bruttorendite von 6,6% gewesen. Also sollte es auch eigentlich im grünen Bereich sein. Damals habe ich gesagt, nicht unter 6% kaufen. Ich habe damals eigentlich in Leipzig immer versucht, ab 7% zu kaufen, um halt auch noch einen gewissen Puffer zu haben. Demzufolge konnte ich den Kaufpreis auch noch um 3.000 runterhandeln auf 47.000 und das entspricht dann einer Bruttorendite von 7%. Das heißt, es war genau eine Punktlandung und für mich war das Objekt in Ordnung. Ich habe das Ganze damals durchgerechnet im Kalkulationstool. Allerdings habe ich damals noch ein anderes Tool genutzt und nicht mein eigenes. Ich habe damals ein Kalkulationstool genommen, was von einem anderen Immobilieninvestor war. Damit habe ich die Immobilie kalkuliert und in dem Tool war die Immobilie positiv. Das heißt, sie hat einen Cashflow abgeworfen, alles war grün. Jetzt nicht viel Cashflow, aber es hat gut funktioniert und deswegen habe ich die Immobilie gekauft. Etwas später, ungefähr 2-3 Monate später, habe ich ja mein eigenes Excel-Tool entwickelt zur Kalkulation von Immobilien. Einfach weil das frühere Tool, was ich hatte, viel zu komplex war mit 1000 Einstellungsmöglichkeiten. Und das jetzige Tool habe ich ja selber entwickelt. Und dann habe ich die Daten von meiner Immobilie in mein eigenes Tool eingegeben. Und bups, war das Ding Cashflow negativ. Ich habe mir gesagt, hä, was ist denn nun los? Warum ist denn die Immobilie, die früher Cashflow positiv war, jetzt mit denselben Zahlen Cashflow negativ? Und das lag einfach daran, dass in dem Tool von dem anderen Investor, was ich damals genutzt habe, ein kleiner Formelfehler drin war. Und demzufolge war die Berechnung nicht ganz richtig. Und demzufolge war das Ergebnis, was beim Tool rauskam, damals mehr positiv, als was es eigentlich sein sollte. Und demzufolge hat das Tool mir damals eine Immobilie positiv gerechnet, die eigentlich negativ ist. Wenn ich jetzt nämlich dieses Investment, diese Immobilie, die ich damals gekauft habe, in mein Tool eingebe, hier zeige ich euch mal die Kalkulation, die ich jetzt habe, kommt dann nämlich ein monatlicher Cashflow von minus 26 Euro pro Monat raus. Das heißt, ich müsste jeden Monat 26 Euro draufzahlen. Ne, hier seht ihr nochmal die genauen Zahlen, auch mit der Annuität, die ich hatte. Das Ding hat dann 47.000 Euro gekostet. Ich hatte Kaufnebenkosten von ungefähr 5.100. Ich habe damals eine 110% Finanzierung bekommen, sodass ich die Kaufnebenkosten mit bezahlen konnte. Und ich habe damals noch die Finanzierung eingereicht mit dem Kaufpreis von 50.000. Demzufolge habe ich ein Darlehen bekommen von 55.285. Da ich aber den Preis runtergehandelt hatte, nochmal um 3.000, hatte ich quasi viel mehr Darlehen bekommen, als ich eigentlich brauchte. Und naja, nun hatte ich halt
die Wohnung finanziert bekommen, die Kaufnebenkosten finanziert bekommen und noch 3.000 Euro Überschuss oben drüber, was natürlich gut ist, aber was ursprünglich so nicht eingeplant war. Aber nichtsdestotrotz seht ihr anhand jetzt meiner Kalkulation, dass dieses Ding negativ war, und hätte ich die Immobilie am Anfang an direkt so kalkuliert, hätte ich die Immobilie gar nicht gekauft, weil ich hätte gesehen, oh, da entwickelt sich ein negativer Cashflow und das will ich auf gar keinen Fall kaufen. Nun ja, nun hatte ich das Ding aber schon gekauft, nun muss ich mit der Sache umgehen, und das ist mal generell die Frage, was macht man denn mit Objekten, die man negativ eingekauft hat? Ja, man kann im Grunde genommen zwei Sachen machen. Entweder man kann die Immobilie wieder verkaufen und hoffen, dass man sie vielleicht auch zu dem teureren Preis wieder verkaufen kann, um zumindest die Kaufnebenkosten wieder reinzukriegen und am Ende bei plus minus null zu landen. Vielleicht hat sich der Wert in der Zeit auch ein bisschen gesteigert oder wir haben vielleicht ein bisschen unter Marktpreis eingekauft und dann geht man vielleicht noch mit einem kleinen Gewinn raus. Aber das wäre so im Endeffekt die Option 1, die man machen könnte, um von einem negativen Investment wieder rauszukommen. Punkt 2 ist, man sitzt das Thema einfach aus. Also man wartet einfach, bis sich das Darlehen weiter abgezahlt hat im Laufe der Zeit. Und wenn sich das Darlehen weiter abzahlt, dann sinkt am Ende ja auch irgendwann die Kreditlast. Und dann hat man am Ende wieder mehr Cashflow übrig. Ein genaues Video dazu verlinke ich mal hier oben. Das also Nummer 2 macht gar nichts. Und Option Nummer 3, die ich gerade vergessen habe, die ich bei mir gemacht habe, die Immobilie einfach aufwerten, die Immobilie verbessern und schauen, wo ist Potenzial, was ich heben kann und wie ich wieder auf einen positiven Cashflow komme. Und bei der Immobilie hatte ich genau zwei Stellhebel. Erstens konnte ich die Miete erhöhen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe die Mieten nochmal um 15 Euro angehoben. Die Kaltmiete lag für die Wohnung bei 275 Euro pro Monat und ich habe die Kaltmiete dann auf 290 Euro pro Monat erhöht, also 15 Euro mehr im Monat. Und das Zweite, was ich gemacht habe, es gab zu der Wohnung noch einen Parkplatz, der unvermietet war, weil es damals anscheinend nicht genug Mieter war oder sich der Eigentümer, der Verkäufer nicht mehr darum gekümmert hat, weil es ihm vielleicht zu viel Aufwand war. Und ich habe dann meine Makler damit beauftragt, den Parkplatz zu vermieten, und es wurde ein Mieter gefunden, der den Parkplatz mietet. Und dieser Parkplatz hat mir auch nochmal 35 Euro Kaltmiete gebracht. Das heißt, ich habe jetzt 35 Euro mehr Kaltmiete für den Parkplatz, 15 Euro mehr Kaltmiete für die Wohnung, was in Summe 50 Euro mehr eingibt. Und somit hatte ich jetzt statt 275 Euro Kaltmiete pro Monat, hatte ich jetzt sogar 325 Euro pro Kaltmiete, was dann aufs Jahr hochgerechnet 3.900 sind. Hier siehst du es wieder in meiner Kalkulation und damit komme ich jetzt auf einen positiven Cashflow von 6 Euro pro Monat. Das ist jetzt zwar nicht viel, also macht jetzt nicht die Welt aus, aber es ist wieder positiv und wir kommen, wenn ich jetzt das Ganze mal als Rendite ausrechne, auf den Kaufpreis gesehen, auf die 47.000 Euro, komme ich dann auf eine Rendite von sogar 8,2 Rendite. Kaufnebenkosten lasse ich ja bei der Berechnung immer außen vor, aber da ich ja einen tieferen Kaufpreis gezahlt habe, passt das. Das heißt, ich habe aus einer Immobilie, die am Anfang eine Rendite von 7% hatte, jetzt eine Immobilie, die 8,2% Rendite hat und die mir einen positiven Cashflow bringt. Also das ist die Option Nummer 3. Natürlich klappt das nicht bei jeder Immobilie. Nicht jede Immobilie hat einen unvermieteten Parkplatz. Nicht bei jeder Immobilie kann man sofort die Miete erhöhen. In dem Fall konnte ich das. Also wenn du so eine Immobilie mal gekauft hast, wenn du die irgendwie geerbt hast oder wenn die in einem Paket mit dabei ist, wie auch immer, würde ich als erstes immer schauen, kann ich die Immobilie irgendwie optimieren, indem ich einfach die Miete erhöhen kann, oder vielleicht kann ich auch eine Sanierung, eine Renovierung machen, womit ich den Wert der Immobilie erhöhe und dann sowieso teilweise die Kosten auf den Mieter umlegen kann, indem ich zum Beispiel Modernisierungskosten umlegen kann. Das habe ich ja auch mal bei einer meiner Wohnungen gemacht. Ein Video, wo ich das beschreibe, das verlinke ich hier. Und demzufolge kann man aus einer negativen Immobilie eine positive Immobilie machen.
Allerdings muss man aufpassen, ich würde jetzt keine Immobilie kaufen, wo ich von vornherein schon weiß, sie ist negativ und wo ich aber denke, oh, die hat Potenzial, wenn ich jetzt die Miete erhöhe, wie auch immer. Das ist zwar schön, wenn es Potenzial gibt, die Miete zu erhöhen, aber das würde ich nie als einzigen Kaufgrund nehmen. Ich würde die immer nur kaufen, wenn die von vornherein schon positiv ist und wenn man dann die Miete erhöhen kann, ist das schön, das ist dann mein Einkaufsgewinn, aber ich würde die Wohnung nicht kaufen, wenn es sich nur rechnet, wenn ich die Miete erhöhe. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Berlin. Wenn ich jetzt eine Wohnung in Berlin kaufe und dann sehe, ah, jetzt ist die vielleicht negativ, aber wenn ich die Miete erhöhe, ist sie positiv und das ist ein gutes Investment. Ja, das mag vielleicht sein, aber dann kommt vielleicht der Berliner Senat und sagt so, jetzt machen wir Mietendeckel, Mieten dürfen nicht mehr erhöht sein und dann plötzlich kann ich die Miete nicht mehr erhöhen und ich bleibe auf der negativen Immobilie sitzen. Das heißt, das bringt nichts, wenn man auf Potenzial hofft und sich eine Immobilie nur durch das Potenzial rechnet. Das heißt, da immer die Finger von. Entweder eine Immobilie ist von vornherein positiv oder sie wird nicht gekauft. Also so viel zu dem Thema meine allererste Immobilie, wie ich sie damals gekauft habe, wie ich sie umgewandelt habe vom Negativen ins Positive. Damals hatte ich ja auch noch einen Zins von 2,38%. Der war damals so hoch, weil es meine erste Immobilie war und weil ich sie über 110% finanziert habe. Jetzt, demnächst, werde ich die Immobilie ja refinanzieren können und ich gehe davon aus, dass ich dann mindestens einen Zins von 1,5% bekomme, wenn nicht sogar besser. Und wenn ich dann natürlich einen Zins von 1,5% eingebe, dann steigt natürlich mein Cashflow auch wieder viel mehr. Das Darlehen habe ich bis dahin schon getilgt. Das heißt, dann werde ich sogar ungefähr auf 40 Euro monatlichen Cashflow kommen. Das heißt, ein Cashflow, der noch viel, viel besser ist und womit sich die Immobilie noch viel mehr rechnet. Also, so viel zu dem Thema, was habe ich aus meiner Immobilie gemacht, die am Anfang negativen Cashflow hatte. Wie gesagt, das war nur durch Zufall, weil ich mich am Anfang verrechnet hatte, weil das Excel damals falsch war und als ich dann meinen eigenen Excel eingegeben habe, was ich ja selber gebaut habe, wo ich alles nachvollziehen konnte, habe ich hier den negativ, habe dann die Miete erhöht und dann wurde das Objekt positiv. Also das ist auch nochmal ein Tipp, auch wenn ihr andere Excels benutzt, wenn ihr andere Vorlagen benutzt, versucht alles nachzuvollziehen, um wirklich zu sehen, ist das richtig, was dort gerechnet wird, ist dort die Berechnung richtig, ist die Kalkulation richtig, weil wie gesagt, es bringt euch ja nicht, wenn ihr eine Immobilie kauft, die laut Excel positiv ist, aber am Ende irgendein Fehler im Excel ist und am Ende ihr einfach draufzahlen müsst. Also schaut immer dazu, dass die Immobilie von vornherein positiv ist, dass die Grundlage, die ihr für eure Kalkulation benutzt, meistens benutzt man ja Excel, die auch richtig ist und dann gute Immobilieninvestment zu tätigen. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Immobilie, zu meinem Excel oder zu was sonst drin, meinen Immobilienkalkulations-Excel verlinke ich übrigens an dem Video. Wenn ihr Fragen habt zu dem Video, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr was gelernt habt, wenn es für euch unterhaltsam war, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also, bis bald. Ciao, ciao.